Poki. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Ja, außerdem Sowieso auch. irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nein, Wofür das nicht in ein jedem. Rätsel? Keine Ahnung. Da muss ich husten. Er will ja schon wieder spoilern, der böse Poki, aber das mit dem WC-Rätsel, mit diesen Monitoren, das haben wir uns ja schon irgendwie gedacht. Ach du Schreck, wo sind wir denn hier? Ach ja, haha, wo ist die nicht begehbare Tür? Da ist sie! Oh, da gehen wir erstmal in die Tür. Schauen wir uns hier nochmal um. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ja. Ein Mülleimer. Mülleimer ansehen. Im Mülleimer sind immer schöne Sachen drin. Lea. Was? Das gibt's ja wohl nicht. Was haben wir denn Die da? Keine. Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Oh, Hier steht, sexy. dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Oh, lecker, Sexy. lecker. Genau Benimm habe dich doch. ich. Ich sag so sexy. Ah, schön, schön, schön. Oh, ein Alarmknopf. Es ist ein großer roter Knopf. Es ist ein großer roter Knopf. Da muss ich drauf Was drücken. meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Da fehlt irgendwas im Dann Text. mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Traust dich nicht, traust beide. dich nicht. Edna. Und was jetzt? Mist. Das scheint keinen Effekt zu haben. Ach, wie schade. Lichtschalter. Oh, Lichtschalter. Benutzen. Überall schön Strom auch. Yay! Sichtfenster, Zellentür. Können wir die öffnen? Oder können wir mit der mal reden? Wäre mal interessant. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Was sagt denn der Kalender zu uns? Hallo, Baby. Yeah. Benimm dich auf. Sichtfenster. Können wir dann schauen wir uns mal das Sichtfenster an. Da kann man so. Ja, wer ist das denn? Was ist das? Oh, die Musik gefällt mir Hallo, gar nicht. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Mit fremden Leuten sprechen. Was? Reinigungskraftwärter, Therapeut, unmögliche Ja, ja, ja! Ich bin ein unmögliches Tentakelwesen. Antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Spielverderber! Hey. Woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Rapunzel, Rapunzel, lass uns Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Wo ist der Torwächter? ich bin gespannt, wie viele den verstehen. Oder noch verstehen. Schlüsselmeister, Torwächter, alles klar. Was weißt du über Dr. Marcel? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Ein Geheimzimmer? Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Zum Beispiel und. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ja, für den Moment. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Okay. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Dax! Ich weiß, wie du hier rauskommst. Rede! Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen.
Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Okay. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Aber... Es ist ein Plan, aber irgendwie traue ich dem Kerl überhaupt nicht. So kein Millimeter. Oh, die Musik ist echt geil hier. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Gute Frage. Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Ja. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Okay. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Auf jeden Fall. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre. Wieso habe ich es mir gedacht? Ich wollte es gerade schon sagen. An Gold weiß ich, wie ich komme. Das ist um Fragen, werde ich aber gleich trotzdem tun. Ja. Fragen wir doch mal. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Yeah. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Oh ja, die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Roggelbecher! Roggelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Das ging ja schneller als gedacht, ja. Wie kriegen wir die gleichen Kräfte wie er? Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Mist. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie soll ich da hinkommen, mein lieber Freund? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ja. Okay. Poki. Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements die Schauspieler in Hamburg meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß noch, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen. Und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren.
Ich hab ihn! Ja, Hamburg Dungeon, das habe ich mir gleich mal notiert. Das könnte man sich vielleicht mal anschauen bei Gelegenheit, wenn man da mal hinfährt, wie auch immer, wie, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück. Hast du sonst noch eine Frage? Gut, das ist eine sehr gute Frage. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Ja, ich auch. Und sie haben wohl auch recht. Schön, dass das auch zugibt. Mehr musst du nicht wissen. Ja, das ist jetzt aber nicht sehr fair, mein lieber Freund. Der weiß alles über uns und wir dürfen nichts über ihn erfahren. Okay. Das bezweifle ich, Edna, aber okay. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Ja, mehr braucht er nicht sagen, denn er weiß es selber besser. Okay. Ja, ich muss weg. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Jo, mach ich. Okay, den Schlüsselmeister haben wir jetzt also auch kennengelernt. Halt! Poki! Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß nicht. Irgendwas in der Richtung. Oh, schön. Echt schön. Hier ist auch das Dedelic-Zeichen, die Feder. Sehr nice, sehr nice. Bisschen schön Werbung im Game. Muss sein, finde ich gut. Mal warten. Mal schauen, was uns in den anderen Räumen erwartet. Da flitzt Edna aber schnell. Eine Toilette. Lichtschalter benutzen. Trommelbecher. Okay, ist hier irgendwas Interessantes? Waschbecken? Spiegel, Spiegel. Nö, hier ist ja echt mal gar nichts, oder? Waschbecken. Ein Schlauch. Können wir uns den anschauen? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Wär's ich war immer eher für die Gegenpartei. Das ist eine gute Aussage von dir. Ja, und wenn wäre sie auch eine Feuerwehrfrau. Obwohl, Frau ist ja wieder, das habe ich ja vor kurzem gelernt, auch nicht ganz politisch korrekt. Wie hat die gute Dame mir gesagt, die korrekte Bezeichnung wäre Person mit Menstruationshintergrund. Ja, bitte keine Hater oder Flammer-Kommentare, das kommt nicht aus meinem Gedankengut. Ich habe nur gedacht, ja, schön. Wenn man zu mir Mann sagt, bin ich auch, finde ich in Ordnung und muss nicht rumschreien, hey, das heißt Mensch ohne Menstruationshintergrund oder irgendwie so ein Kram. Na, egal. Irgendwo müssen sie sich ja bürokratisch drüber aufregen und auslassen, sonst haben sie ja nichts zu tun, die lieben Leutchen teilweise. Au, Schlauch kaputt machen, das geht auf jeden Fall. Messer schärfen. Pix. Bisschen Ketchup. Eigentlich wollte ich... Ach, Knarf. Benutze Ketchup damit. Yeah! Der Nächste, der den Schlauch braucht, der wird sich freuen. Rindale! Okay, ich habe einen Plan. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Ah, sehr gut, mein lieber Freund. Ja, gut perforiert, kaputt, der Schlauch bringt jedenfalls nichts mehr ab. Keine Ahnung. Poki, sag mal was. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann, also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte.
Und zwar fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe, also nach der Gründung natürlich. Da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht. Und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben. Und okay. Ja, die Atemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten.